So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, zur Folge 126. Alter, ne? Wir sind schon ganz schön weit hier. Und seit wirklich langer Zeit wieder mal eine Aufnahme, denn ich habe die letzte reguläre Let's Play-Folge jetzt Porsche mal aufgenommen. Ausgenommen, meine ich. Ich komme schon durcheinander. Habe ich, glaube, 9. oder 8. April aufgenommen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist schon fast 2 Monate her. Oder wenn die Folge rauskommt, vielleicht sogar schon 2 Monate. Mal schauen. Heute geht es hier weiter. Ich habe mal Bock gehabt. Und zwar hier im Ford F-150 Raptor. Der neuesten, ich glaube, 13. Generation. Wenn ich kenne, ich meine, die Ford F-Serie ist eines der meistverkauften Automodelle der Welt. Und ich glaube auch, ich bin mir sicher, ich glaube auch, das meistverkaufte Auto in den USA. Würde mich auch nicht wundern. Ist hier natürlich, wenn man sieht, ein Pickup. Und zwar der hier, dieser quasi Top-Motorisierung, hat er einen 3,5 Liter V6 EcoBoost-Motor. Auch in ähnlicher Form, aber deutlich stärker auch im Ford GT vorhanden ist. Mit guten 460 PS und ordentlich Drehmoment auch, fast 700 Newtonmeter. Ich würde sagen, kann man machen. Ich meine, ich finde den auch äußerlich, was ich mal wirklich sagen, ich finde den äußerlich wirklich ziemlich gelungen von Ford. Ich finde den alten so schön, meh. Hier, ich meine, guck mal, das sieht vorne böse aus, hier der Kühlergrill, das sieht böse aus. Die Scheinwerfer sind eckig, das ist. Der Wagen, ich finde, der sieht wirklich böse aus, obwohl er sich gar nicht mal so böse anhört. Ich bin jetzt schon öfters mal gefahren hier. Natürlich Allradantrieb, zwei dicke Endrohre und was ich auch ein bisschen besonders finde, vom Getriebe her hat nicht 6 Gänge, hat auch nicht 7, nicht 8, nicht 9, er hat nämlich eine 10-Gang-Automatik. Ich weiß nicht, welcher Mensch das braucht, aber an sich Ford meinte, die brauchen das. Na, mal schauen. So, der hier ist B-Klasse, also nicht so, obwohl er so viel Leistung hat, das ist echt viel. Ich meine, das ist mehr als ein M4. Ist halt nicht so schnell, was auch daran liegt, dass er 2,5 Tonnen wiegt. Nicht gerade schön mit dem Gewicht, aber wir brauchen erstmal bessere Bremsen. Weil bessere Bremsen schaden nie. Wir bauen noch auch heute mal gar nicht so stark auf. Auf Federn. Komm, bauen wir rein. Bin in der letzten Folge immer nur, was ich so S1 oder S2 Fahrzeuge gefahren. Deswegen können wir heute mal wieder was etwas Langsameres fahren. In der nächsten Folge bestimmt wieder Eskalation. Ich habe schon Ideen für nächste Folge. Muss ich dann nachher mal gucken nach Aufnahme. Ich werde die nächste direkt hier danach aufnehmen. Am 22. Mai übrigens. Aber mal gucken, so also hier ganzen Stabis hätte ich gerne. So Gewichtsreduktion ist ja eine tolle Sache. Der wog vorher, glaube ich, 1472 Kilo, also zu viel, um das mal kurz zu so sagen. Ein bisschen weniger hätte ich gerne. Ja, wenn es vielleicht will ich jetzt auch nicht machen. Es soll auch noch so ein bisschen realistisch sein. Hier wäre ein Getriebe wichtig, ja, bei 10 Gängen. Ich will auf jeden Fall anders übersetzen. Ich meine nicht so, dass ich alle 10 Gänge brauche, weil das wäre Quatsch. Da muss ich immer nur schalten. Kann ich hier beschleunigen, eine Sekunde später schalten und das 10 Mal, dann habe ich das wieder erreicht. Nein, nicht ganz so extrem, aber das wäre schon wär ziemlich bescheuert. So, reifentechnisch könnten wir die Geländereifen drauf machen. Aber es gibt ja so viele Punkte. Deswegen wir lassen mal die Seriendinger drauf, die auch schon ja, nicht gerade schmal sind. Sind schon so ein bisschen breit, ne? Was haben wir denn da vorne? Wir haben vorne schnucklige 315er und geht auf. Ich würde sagen, wir machen mal. Alter, ne? 325er vorne. Und hinten wahrscheinlich genau das gleiche. Geht auch bis 345er, genau. Wir machen hinten mal. Das ist schon echt breit, ne? Wir machen auch mal auch 325. Ich will es nicht zu groß machen. So, die Felgen, die gefallen mir sogar. Finde ich allerdings ein. Wirklich noch ein bisschen zu klein. Ich meine, hier fehlt jetzt nicht. Warte, aber. Wir haben 17 Zoller. Ganz groß, das wäre. Also groß, das wäre 21 Zoller. Obwohl es gar nicht mal so groß aussieht. Aber wir machen die nicht ganz so groß. Ich hätte. Ich weiß nicht, ob 18 oder 19 Zoller. Ich hätte irgendwie ein bisschen größere Felgen. Ich meine, ich will sie nicht übertrieben riesig haben. Aber ein bisschen geht ja noch. Aber die Felgen von Ford, die gefallen mir wirklich sehr gut. Die können wir eigentlich drauf lassen. Da brauche ich keine anderen. So. Frontstoßstange, da geht was von. Ah ja. Okay, das geht von Forza. Machen wir. Sieht cool aus, habe ich auf meinem Online drauf, aber machen wir bei denen hier nicht. Die soll relativ clean bleiben und hier haben wir noch. Ah. Sowas hier mit Ersatzrad und so weiter. Können wir auch groß weglassen, weil das macht, glaube ich, Gewicht, oder? Ja, der Wagen wird schwerer, finde ich natürlich. Nicht, aber gar nicht mal so viel, ne? Was? Ein Kilo schwerer? Kann ja gar nicht sein. Okay, und dann ist es so. So, Motor könnten wir theoretisch umbauen. Und zwar ein 5,8 Liter V8 DSC.
Wahrscheinlich, ich glaube, aus dem Stellwerk GT500. Machen wir nicht, wir bleiben bei V6 und Antrieb wechseln ist eigentlich auch Quatsch. Aber ich würde sagen, noch ein bisschen mehr Leistung geht. Ich denke mal so, wir machen so auf B-Klasse maximal. Durch Auspuff ist immer geil, wenn der besser klingt. Wir haben hier übrigens Twin-Turbos. Okay, das ist nicht drin. War doch ein bisschen zu viel des Guten, aber vielleicht noch hier so ein paar neue Ventile. Ja, so. Kolben gehen auch noch. Ja, da geht aber noch einiges, ne? Jetzt haben wir hier schon über 500 PS, Alter. Das ist schon nicht gerade wenig. Dann würde ich sagen, noch eine Schwungscheibe und dann war's halt ja auch, das reicht denn. Na, vielleicht noch irgendwas Kleines hier so. Vielleicht noch Zündung. Die Zündung würde gehen, haben wir 387 kW. Alles klar. Ist nicht wenig. Okay, ja, die Zündung geht noch, machen wir noch 387 kW. Und Drehmoment von 783 Newtonmeter. Not bad. 163, kann ich ja nicht lesen. Ich glaube 83. Auf 2,1 Tonnen. Aber immerhin, ne? So viel hat nicht jeder. Das sind jetzt die meisten Autos. Und noch über 500 PS. Wie viel genau weiß ich nicht. Ich denke mal so 515, 20, 30. So in dem Dreh. Aber die Farbe, die gefällt mir nicht ganz. So, was hat denn hier vor dem Angebot? Ja, ich würde mal sagen, die Auswahl, die ist sehr groß. Die viele verschiedene Blautöne, nämlich dieses Blau. Und auch dieses. Nein, wir gucken mal. Oder nehmen wir ein Design vielleicht sogar. Erstmal hier das Schwarz. Finde ich geil. Das sieht geil aus. Willst du oder auch rot? Ich finde das orange geil. Ist mir Leute ohne Spaß, ne? Wir machen es vielleicht nochmal. So. Obwohl. Bin hier ein bisschen weniger. Ganz auch noch ein bisschen dunkler. Jawohl. So finde ich das geil. Ja, das passt irgendwie. Den Rest lassen wir so. Die Felgen sind auch schon dunkel genug. Ja, das muss jetzt keine Carbonfelgen sein. Noch ein bisschen unpassend, glaube ich. Bei dem Wagen hier. Und ich bin echt mal gespannt, wie der sich, ich sag mal, langsam fährt. Ich bin sonst immer gefahren auf S1, voll aufgebaut, glaube ich. Der ging ordentlich ab. Der wird ein bisschen langsamer sein, eventuell. Ein kleines bisschen. Also der ging echt, glaube ich, hier ist jetzt mal so ein bisschen was Entspannteres, ja. Muss ja auch nicht immer nur das volle Kanne sein. Was mag ich mich auch nicht. Wir sind gerade im Outback. Das Orange, das hat was. Das ist echt geil. Auch hier die Tagverlichter. Ich meine, guck dich mal an, wie geil die aussehen. Das ist ohne Spaß. Das ist doch voll geil. Das muss ich sagen, hier vom Aussehen her, für Wagen dieser Klasse, mega. Bin man auch schon etwas öfters gefahren. Also, ja, ist schon, kann man machen. Hier nette Rückleuchten hinten. Soundtechnisch, warte mal, ich fahre jetzt mal zur Straße vor. Ich merke, ja, er ist gar nicht mal so langsam. Natürlich für Forza ist es relativ langsam, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, der muss nicht mega schnell sein. Das war auch wie mit der G-Klasse. Der wird auch nicht großartig aufgebaut, aber das muss ja auch gar nicht sein. Also ein Wagen, der passt auch so gut. Wieso bin ich jetzt nicht hier im Outback? Habe ich mich jetzt falsch teleportiert? Ich war doch eigentlich im Outback vorhin. What the fuck? Ich weiß nicht. Ich bin 100%ig sicher, dass ich mich vorhin zum Outback Außenposten teleportiert habe. Und wenn man nicht hier. Ich bin jetzt im Byron Bay. Wow. Großartig, Fabian. Hast du wieder ganz toll hingekriegt. Ein Messer Kompetenz wieder am Start. Muss wieder öfter aufnehmen. Was soll ich machen? Genau, ich wollte ins Tuning-Menü gehen. Und ein paar Sachen ändern. Also auf 100 oder auf 60 Meilen ist ja fast 100. Wenn auf die 3 Kammer können wir das scheißen. Braucht der jetzt immer gute 5 Sekunden. Das ist. Hört sich nicht schlecht an. Dann auf 100 Meilen 12,7 Sekunden. Topspeed 230, okay, das ist unwichtig.
Finde ich schon mal nicht schlecht. Okay. Fallback ist hier auf alle Kanüle hoch. Ist auch gut so. Wenn das ist ja alles auch schön weich. Können wir vielleicht noch. Ich weiß nicht. Ein bisschen weicher. Warum nicht? So, die Verteilung. Ich hätte mal vielleicht mal was ausprobieren. 75 hinten. Und wo ist es? Genau, ihr Getriebe. Man sieht hier 10 Gänge. Die. Ich denke mal, erst so mehr oder weniger Sprit sparen gedacht. Aber ich denke mal, erstmal bei der Karre Sprit sparen. Dann soll man sich ein anderes Auto holen. Würde ich mal sagen. Und dazu braucht man keine 10 Gänge. Können wir noch einfach die ersten alle länger machen. Weil Performance ist, okay, Erstgang vielleicht nicht so lang. So eine Art Anfahrgang oder was ich auch vielleicht auf den Berg fahren oder so. Oder der zweite von mir aus. Sonst, das braucht eigentlich alles gar nicht so lang sein. Ich meine, so kurz hier. Ich werde es aber noch kürzer machen. Das ist bei dem Wagen ziemlich geil. So, das ist kurz zu hauen. Da fährt ihr wieder richtig hart kurz. Fünfte auch wieder. Wäre gerade für euch scheiße, aber ich find's geil. Hab das beim anderen Ford auch gemacht, bei dem anderen Ford, den ich habe. Okay, dann machen wir das. So. Zack. Mal gucken. So, beschleunigen. Komm, machen wir mal. Find's geil. Controller, warum gehst du jetzt einfach raus? Oder hier der Ton. Jetzt geht's wieder. Ich find's geil. Auch dieses Orange, ich finde das echt wirklich, das macht der Wagen deutlich besser als dieses Blau. Das sah in Ordnung aus. Aber dieses Orange, boah, ja, habe ich gut getroffen. So. Die langen Schnacken, mal hier Rennen fahren, würde ich mal sagen. Da bietet sich ja eigentlich nichts Besseres an als Querfeldeinrennen. Wenn ich hier welche finde, ich mache mal kurz den ganzen Scheiß aus, weil mir halt auf die Nüsse geht. Das sind alles Fahrtrennen. Wir hätten natürlich hier eins hier. Das wäre auch ziemlich cool, oder? Dann gucke ich schon mal, was wir als nächstes machen könnten. Hier natürlich auch nicht immer. Ah, das sieht doch auch nicht schlecht aus hier unten. So eine geile Rundstrecke. Ja, machen wir dann nachher auch. Aber erstmal geht es da oben hin. Ich werde doch übrigens den ganzen Symbole wieder anmachen. So. Ich bin ja am Flugplatz. Die Strecke mag ich wirklich sehr. Bin ich auch schon das ein oder andere Mal gefahren. Ich finde die aber echt cool. Toll gemacht. Aber der Sound, der ist irgendwie geil. Auch hier schön Feuer spucken. Es gibt auch eine Version als V8, ist aber nicht im Spiel drin. Und der V8 hat auch weniger Leistung. Das wäre, glaube ich, auch noch ein Saugmotor. So, ein schönes Fanrennen machen wir natürlich. So, wieder hier selber erstellen. Und zwar müsste der in der, genau, ist der in der Offroad-Klasse. Wir gönnen uns mal 4 Runden heute. Sonnenuntergang, leichter Regen, passt. Ich glaube, das wird cool. Ja, 9-1 starten ist aber auch schon heftig, ne? Für einen Wagen aus der B-Klasse? Wirklich 5 Sekunden auf 100, das ist eigentlich voll in Ordnung. Mit der Art, dass ich auch, glaube ich, zweimal schalten muss. Das ist wirklich in Ordnung. Das ist vergleichbar, glaube ich, mit einem Porsche Cayman der letzten Generation. Ich glaube, das war die Generation 981, kann das sein? Die noch kein Turbo hatten, nur 6-Zylinder. Die aktuellen haben ja 4-Zylinder, Turbo. Die davor meine ich. Also der neue Cayman, der war, glaube ich, auch so 5 Sekunden auf 100. Mal schauen. Schöner Regen. Oh, das sieht geil aus. Ja, Beschleunigung. Okay, der Gurkha fährt auch mit. Hammer. Ist doch nicht so der Hammer, ne? Ja. Gott, ey. Sollte ein bisschen reißen, lieber lassen. Ja, Mann, das ist doch hier geil. Also, was liebe ich. Schon direkt wieder Vierter. Da what the fuck. Oh, schon am Start einige überholt.
So, aus dem Lagerhaus jetzt gleich wieder raus. Ja, der fährt sich auch super. Trotz der eigentlich relativ hohen Leistung. Ich meine, an sich über 500 PS, das ist schon eigentlich richtig viel. Wenn aber bei so einem Wagen halt noch so viel wiegt, ist das nicht ganz so doll zu merken. Aber mein kleiner Ford. So, noch nicht die Tragfläche. Wenn ich so schön vielleicht auch die Punkte da oben haben. So, 105.000 Punkte. Nice. Oh, gar nicht herumkommen erstmal. Erste Runde wird eine 178. Ne, 0. Ja, Fallmanns hatte. Braucht eine Brille, glaube ich. Oh Gott, das war nicht gut. Aber ich glaube auch hier, dass hier 80%, 80, nee, wie fertig hinten? Ich glaube 75% oder 70, ich weiß es gar nicht mehr. Aber halt diese Verteilung nach hinten in dem dritten Moment, das ist eigentlich ziemlich gut. Das ist jetzt beim Wagen nicht irgendwie behinderlich. Ich finde es eher nice. Meine Fahrung muss ja auch nicht so viel sein. Na klar kann das mehr. Aber ist mir egal. Mach das so, wie ich das will. Und natürlich wie immer, Leute, wenn ihr irgendwelche Autos sehen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mir den Vorschlag auf jeden Fall mal ansehen, das Auto mir vielleicht mal angucken. Und es halt sogar, wenn es mir selber gefällt, auch fahren. Aber wenn ich den Wagen nicht mag, dann werde ich auch nicht fahren. Ganz einfach, weil es bringt nichts. Das ist so, als wenn ich ein Spiel spielen würde, was ich nicht gern spiele. Boah, Alter, ich komme jedes Mal so weit raus. Ziemlich dunkel mittlerweile. Deswegen zum Beispiel, jetzt mal als so Negativbeispiel, ist hier, glaube ich, im Spiel der Plymouth Prowler oder so. Oder welches in Forza 6, der Pontiac Aztek. Die Autos sind einfach das. Es sind Missgeburten, wirklich. Weil was haben sich die Designer da einfallen lassen? Das. Nein! Genauso wie der Fiat Multipla, der war zum Glück nicht im Spiel ist. Würde ich auch nie fahren. Weil, ja, das. Es ist einfach ein Fiat Multipla. Das will keiner fahren. Mag vielleicht ganz praktisch sein, oder was ich, ein schönes Familienauto. Freue mich. Vielleicht auch nicht so teuer, aber. Das ist einfach grotesklich. Damit. Ich laufe lieber zu Fuß, als mich damit blicken zu lassen. Tut mir leid, aber ganz wirklich. Das ist so, Alter, wieder Fähigkeitenpunkte. Das ist ziemlich geil. Und KI, ja, die kommt so nicht wirklich hinterher. Ich meine, die kann irgendwie jetzt gefühlt nichts. Ich meine, ich kann auch nicht so viel. Davon mal ganz abgesehen. Die war auch schon mal besser, die KI. Aber halt, wie gesagt, der Wagen, der ist echt gut. Und so ein kurzes Getriebe ist auch eigentlich ziemlich gut. Muss auch gar nicht mal so oft schalten. Passt ja. Der Sound hier in der Halle ist richtig geil. Du hast wieder in den Innenraum rein. Um nochmal zu zeigen. Sieht auch eigentlich. Sieht in Ordnung aus. Ich finde den Wagen von außen besser als von innen. Muss ich allerdings gestehen. Sieht auch schön Automatik. Hat der überhaupt Schaltwippen? Also was Schaltwippen ja denn gerade. Hier quasi Sportwagen-Feeling. Und der geilen Schaltwippen. Ist aber eigentlich kein. Doppelkupplungsgetriebe und eine normale. Also nur, ne? Ich meine. Nur eine 10-Gang-Automatik ist ja was Normales. Und ich glaube, Ford hat sogar schon die 11-Gang-Getriebe patentiert oder sich welche entwickeln und auch patentieren lassen. Weil 10-Gänge sind echt wenig, deswegen brauchen wir direkt mal 11-Gänge, war das Chevrolet. Aber irgend so ein großer amerikanischer Hersteller, ich glaube, das war Ford, entwickeln gerade sogar schon 11-Gang-Getriebe. Naja. Wer es braucht, gut, aber wer braucht so einen Wagen? Ist auch wieder so eine Frage. Fast 30.000 Kredite, nice. Gerne, nehme ich alles gerne. Alter, 8.000 EP durch Fähigkeiten. Ja, nicht schlecht. Kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. Ein Rennen geht noch. Da wollte ich ja genau das hier unten fahren, oder? Ist ja noch was Besseres? Nö. Ich nehme einfach mal das hier.
Ist ein bisschen weg. Wo ist denn das? Ach, da. Ob das gut gehen wird, in der Nacht querheizen. Kann hier Solarzellen umheizen. Scheiß auf Ökostrom. Ja, genau. Ökostrom, wer kennt ihn nicht? Heißt nicht zufällig Ökostrom, aber das ist für Fabian Ökostrom. Und der Öko-Modus. Würde dann auch so heißen. Wenn nicht Eco-Modus, ja, was ist das? Das heißt Öko-Modus. So, oh Gott. Ich sehe schon wieder, dass ich irgendwelche Bäume ran. So ganz zufällig. Passiert mir auch fast nie. Aber jetzt so auf Road, der geht ganz gut. Auch man sieht den Gang hier. 89 km/h. Jetzt noch ein bisschen weniger. Und, oh ja, Baum umgefahren. Uiuiui. Ich wollte gerade easy sagen und zack, war der nächste Baum vor meiner Fresse. Kann ich alle umfahren? Das ist halt ganz gut. Ich glaube aber nicht alle. So. Die Straße fahren vielleicht mal wieder. Wäre nicht schlecht. Schöne Fähigkeiten machen. Für EP, die ich nicht brauche. So. Ja, 20.000 mal 5,6. Läuft. So, speichern ab hier. Mein Freund. Danke. 2,3 Kilometer schaffen wir. Wir können sogar wieder länger als 7 Minuten werden. Mal gucken. So, okay. War zu früh gebremst, erstaunlicherweise. Der Monster hier muss man immer so ein bisschen früher bremsen. Der Bremsenwagen für das Auto gut sein, aber an sich, nee. Ein Bremsweg vom LKW. Was daran liegt, dass einer ist. So, Bäume. So, da vorne ist es auch schon. Ich bremse schon mal. Eieiei. Au. Au. Ja, da war doch quasi unfallfrei. Also ich habe keinen Unfall gemacht. Fast. Wenn wir American Allstars. Heavy Hitters. Ich nehme Heavy Hitters. Best Heavy Hitlers gelesen, aber gut, das ist eine andere Sache. Ich mache ja auch mal 4 Ründchen. Nochmal der Heiler. Ja. Und beim Gönner-Modus hier. So. Unser B-Fahrzeug hier. Ja, das ist für B, glaube ich, gar nicht mal so langsam. So als für Offroad oder Querfeld reinrennen. Das wäre super für geeignet. Und die Strecke, da habe ich zumindest keine sehr positiven Erinnerungen dabei. Ich weiß, dass ich die nicht so geil fand, aber ich denke mal mit dem Wagen, der ist ja auch nicht so schnell, lässt sich einfach fahren. Einfach fahren, genau. Das sollte eigentlich machbar sein. Ein nettes Design da. Was fährt denn alles mit heute? Wir haben hier einen Ford Raptor, Ramrunner, Hammer H1. Das ist auch der Hammer. Ich lasse das lieber. Denn der alte Ford Raptor von 2011, die alte Generation, natürlich der Hilux aus dem Hot Wheels DLC, der Lamborghini LM 002, eine G-Klasse, der Raptor Race Truck, und das war's. Und das ist alles doppelt. Komm, starten wir. Let's go! Der Lusen-IP wieder, vorne auch Carbon-Keller. Wir sind immer dabei irgendwie, hab ich das Gefühl. Genau, jetzt hier durchfahren. Mitte. Hat ganz gut geklappt. Ja, bis jetzt. Oh, zweiter. Ach du Scheiße. Okay, mein Start war ganz in Ordnung, würde ich sagen. Das war nicht so geil. Oh, ich komme jetzt. Oh Gott, ich habe hier einen Springdanke. Sorry, ich denke schon nach die ganze Zeit. Ich wollte ihn nicht rammen, wirklich. Das war nicht mit Absicht. Ja, doch, die Strecke, die ist eigentlich ziemlich geil hier bei dem Wagen. Eine Runde direkt erster, Alter. Muss ich die KI schon wieder höher stellen? Der fehlt ja noch unschlagbar, ne? Also bis jetzt hier, ja. Konkurrenz sucht man hier nicht wirklich. So, jetzt wieder erster. Klar.
das aussieht, wenn die da springen. Sieht irgendwie so komisch aus. Wolfsprünge teilweise so riesig sind hier im Spiel. Oder die meisten Autos einfach kaputt gehen würden, wahrscheinlich. Ja, auch bei der Geschwindigkeit, die wir gefahren. Ist ja auch nicht ganz normal. Wir würden dann echt keine 130 rüberballern. Oder teilweise sogar noch schneller. So, hier schön oben ein paar Fähigkeiten. Wenn man sich mal gönnen kann. Also hat nicht wieder ordentlich EP. Vielleicht nicht ganz 8000 durch Fähigkeiten, aber so 3000, 4000 kann ich mir schon vorstellen. Aber sind noch fast zwei Runden, ne? Also, war alles drin. Strecke, die, also mit solchen langsamen Autos, da bockt die eigentlich. So, auf S1 oder S2 muss halt nicht so unbedingt sein. Weil da ist die auch gar nicht so wirklich ausgelegt, eher für langsamere Autos. Sie hat auch keine großen Strecken für besondere Höchstgeschwindigkeiten. So. Ja doch, mittlerweile jetzt so die Strecke wieder. Das heißt wieder. Ich habe jetzt nie gehasst oder so. Jetzt hab ich gedacht so, muss ich die schon wieder fahren, aber ist halt nicht so, die schon wieder. Also, ja. So kann man machen, muss man aber nicht. So, letzte Runde mittlerweile. Das ist ja echt kein Land, die KI, ne? Muss ich die wirklich höher stellen? Aber ist auch wirklich so, was ich bei einigen Autos, wie jetzt hier bei Offroad und dem Ford, dann war ich auch sonst immer sehr gut. Da hat die KI selten eine Chance. Aber auch mal nicht. Bei manchen Klassen habe ich echt Probleme. Deswegen ist es halt teilweise gewinne ich halt locker alles. Teilweise gewinne ich auch fast gar nichts. Ist halt nicht immer alles eine Aufnahme, soll das so auch sagen. Ich spiele deutlich mehr, als ich aufnehme. Logischerweise. Weil sonst bin ich nicht Level 500. Ne, wäre ich nicht Level 500 irgendwas. 500, warte. 78. Da gehört auch ein bisschen mehr dazu, als nur ja, ein bisschen was aufzunehmen. Okay, ein bisschen was. Ich ist schon untertrieben. Nehmen wir schon ziemlich viel auf. Ja, ich würde sagen, also minimal gewonnen. Und Zeit noch 2 Sekunden besser als die KI. Nicht alle, aber hab schon so leicht dominiert heute. Aber ist ja auch mal nicht so schlecht, ne? Gibt auch wieder schöne Belohnung hoffentlich. So. Gute 14.000 Credits. So, Kleingeld. Peanuts. Und ja, wieder 7000 Fähigkeiten. Und ein Level Up. Ach, jetzt erst. Ah, gut. Ja, das schon vorher angezeigt. So, wieder Level Up. So, gewinnt kann ich den Golden Torana AGX Horizon Edition. Geld, 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 Geld. Geht doch. Ja, so immer. 100.000 im Real Spin. Also in Ordnung. Das würde ich echt nice finden. Wirklich cooler Wagen. Ist auch Offroad wirklich sehr gut. Fährt sich richtig, richtig geil. Noch ziemlich einfach. Kann man auch ordentlich aufbauen, dass der mega abgeht. Geht da so ein Lahmumtor, geht da nicht rein. Wenn wir einige schade finden, ich sag juhu, endlich mal ein Auto, wo es nicht reingeht. Weil das wäre auch wirklich ein bisschen zu wird. Das wäre einfach, das würde ich dumm finden. Aber jedem das seine, ne Leute? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit einem wahrscheinlich wieder schnelleren Auto. Mal gucken, was es wird. Ich weiß es gerade selber nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.